So Leute, Donnerstag der 5. Ich denke mal, heute werde ich so weit kommen mit der Krikota, dass es dann erst einmal halbwegs gut ist. Also Beleuchtung drin, alles soweit drin. Deko kommt natürlich noch und, aber das ist eine andere Geschichte. Werden andere Videos, außenrum müssen wir noch einiges machen. Also da kommt noch genügend, aber ihr wisst ja, ich habe mein Polo immer noch nicht gemacht. Ich muss jetzt endlich mal anfangen. Sprich, heute noch mal ein Bastelvideo. Morgen machen wir was Leckeres drin. Ja, und schauen wir mal, wie es dann mit Grillvideos wieder weitergeht. Muss weitergehen, definitiv. Aber jetzt erst einmal ein Kaffeeprost und dann geht's los. Auf alle Fälle. Tja Leute, also wie gesagt, ich mal lege jetzt die Kabel hier hinten runter, schließe die fertig an und dann machen wir hier erst einmal ein Lichtcheck-up. Alles wieder zusammengebaut und angeklemmt und ich stelle mich hier jetzt mal in die Mitte. Na? Ich glaube, ich bin geblendet. Ja. Ja, schauen wir mal, wie hell das noch wird, wenn die Lampen eine Weile an sind. Oder haben LED gleich ihre maximale Leuchtkraft? Ich weiß es gar nicht. Gut. Die kann man ja dann noch etwas verstellen, je nachdem, wie man es braucht. Blub, blub. Oder drehen. Ja, wenn ich dann halt das noch anmache, haben wir noch mehr Licht herin. Naja, ich glaube, das reicht zum Filmen. Und zur Not hänge ich mal da oben noch eine Magnettaschenlampe rein, die direkt dann aufs Grillgut runterleuchtet. Gut, Freunde. Also, dass wir hier mit der Grillkota jetzt fertig sind, das sage ich noch lange nicht. Wir haben jetzt mal das Notwendigste gemacht. Definitiv. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen aufräumen. Das ganze Zeug hier entsorgen, eventuell noch ein bisschen raussaugen. Schauen wir mal, ob ich überhaupt eine Lust habe. Und dann machen wir noch ein kleines Kugelle zusammen in die Grillkota, wenn alles wieder an seinem Platz ist. So Leute, hier oben an dem Brettchen habe ich jetzt auch noch ein bisschen rumgeschnitzt und mit zwei Schräubchen fixiert. Den Kohlenmonoxidwarner habe ich hier hinten hingehängt. Der ist auch verschraubt, der bleibt jetzt da. Und hey, ihr habt Ideen. Warum sollte ich unter der Bank, ich hocke mich mal danüber und filme mal hier rüber, wenn ich hier jetzt hocke oder sonst wo, sieht man irgendwas von dem Kabelgerödel da unten, außer jetzt die vordere Steckdose? Nein, man sieht gar nichts. Also man muss dann wirklich schon ziemlich weit runter gehen, dass man das sieht. Und wer flackt sich hierhin schon am Boden? Außer er ist rotze zu. Und sowas. Sowas darf dann sowieso gleich rauskriechen, hätte ich jetzt fast gesagt. Nee, also völlig überflüssig, da unten die Kabel zu verkleiden. Braucht's nicht. Absolut nicht. Nee. Was ich jetzt noch heute vergessen habe. Das sind noch die Bretter, das sind noch die Eckbretter unten drunter. Ich weiß zwar auch nicht, für was wir die brauchen, aber da sind sie, die mache ich auch noch hin. Aber heute nicht mehr, heute habe ich keine Lust mehr. Ich werde jetzt einmal noch warten, bis es draußen dunkel wird. Und dann filme ich nochmal hier drin mit dieser Cam. Und dann gucken wir mal, wie die Bildqualität ist. Ja. Soweit, so gut. Ah ja, und
für was brauche ich in meiner Großraumdisco hier gerade mal lächerliche 1, 2, 3, 4, 5 Steckdosen? Ja, ganz einfach, eine unten für den Drehspieß, gut, das ist eine Doppelsteckdose geworden, bauartbedingt, schöne Klappsteckdose, eine ganz unten, eventuell für einen Staubsauger, vielleicht mal für einen Heizlüfter oder sonst noch was, und dann sind eh bloß noch zwei Steckdosen übrig. Was ist da bitte viel? Nein, Elektrik denke ich, dass ich jetzt soweit komplett durch bin. Gut, tja, einmal in die Runde. Tische sind auch wieder dran, der Drehspieß hängt auch, habe ich ja schon gesagt, der wird noch gebraucht, morgen. Und dann warten wir es jetzt mal ab, bis draußen dunkel wird, und dann machen wir hier nochmal einen erneuten Lichttest bei Dunkelheit. Genau, bis nachher. So Leute, dann gucken wir doch mal, ob es wirklich heller wird, und schauen wir mal, ob Schatzi einen Lichtschalter findet. Ups! Und Schatzi findet nicht. Ups! Hei. Gottes Willen, das ist ja wie im Studio. Ja, es ist wie im Studio, sagt sie! Leute, ich glaube, das hier herin ist hell genug zu filmen. Richtig geil. Moment, schauen wir mal von vorne rein. So. Mit Zusatzlicht, ohne Zusatzlicht. Tja, also ich würde sagen, für Filmen ist alles fertig und bereit. Okay Leute, das war's mit dem heutigen Video. Das nächste Video in der Grillkrota ist ein Grillvideo. So viel ist schon verraten. Ich weiß nicht, ob ich es morgen am Freitag noch rausbringe oder dann eben am Samstag. Tja, wir werden sehen. Ja, und dann ist erst einmal ein bisschen Pause angesagt. Leute, bis morgen oder übermorgen.